Red Carpet Days, so nennt sich die Neuauflage der Brucker Messe. Der Zeltfestcharakter hat sich überholt. Neue Ideen waren gefragt. Und wahrlich, neu ist die Idee. Der rote Teppich ist ausgelegt, man braucht nur mehr darauf zu gehen und wird so prominent zu den einzelnen Repräsentanten begleitet. Auch für den Bürgermeister war es interessant, wie sich diese neue Wirtschaftsidee bewährt hat. Es war eine, glaube ich, gute und innovative Idee unserer Kaufleute, hier einen neuen Weg zu gehen, weg vom großen Messezelt, sondern wir haben ja wirklich eine Vielfalt in der Stadt, die angeboten werden kann in unserem Handel, und man kann es am besten vor Ort im eigenen Geschäft anbieten. Und mit dieser Idee, Red Carpet Days, rollen die Handelsbetriebe unserer Stadt für ihre vielen Kunden den roten Teppich aus. Es gibt tolle Angebote in den kommenden 3 Tagen und ich denke, es werden sehr, sehr viele Kunden auch nach Bruck kommen und von diesem tollen Angebot entsprechend Gebrauch machen, bis hin zu einer großen Tombola, zu einer Music Night am Freitagabend, wo man nach dem Einkauf noch entsprechend sich vergnügen kann in den Innenstadtlokalen, wird in Bruck in den nächsten Tagen einiges los sein. Messen haben es ja an und für sich so gehandhabt, dass natürlich auch Unternehmen, die nicht aus der Stadt kommen, ausstellen und da auch wieder ein paar Zuschauer oder Besucher mehr rekrutieren. Das ist richtig. Wir haben auch diesmal wieder gerade hier im Messezelt, im kleinen Zelt hier am Kolmann-Wallisch-Platz, auch wieder Gäste aus dem Umland da, mit Spezialitäten aus dem Vulkanland und so weiter. Auch das ist ein zusätzliches Angebot. Aber das Wichtigste ist natürlich die Möglichkeit für den städtischen Handel, sich hier in ihren Geschäften entsprechend zu präsentieren und mit den Kunden in Kontakt zu kommen. Schon länger sind Messen keine typischen Volksfeste mehr, sondern Wirtschaftspräsentationen. Die Messe im herkömmlichen Sinn, die Brucker Messe im herkömmlichen Sinn, hat sich im Laufe der Jahre vielleicht etwas überlebt. Daher war es sehr vernünftig, zum selben Termin, zum eingefahrenen, zum bekannten Termin, neue Akzente zu setzen. Und diese sympathische Veranstaltung für die Kunden, den roten Teppich auszulegen, soll auch die Qualität der Brucker Wirtschaft wieder in den Vordergrund rücken. Entscheidend ist ja letztlich für den Aussteller der Umsatz und der Gewinn. Das ist sicher richtig. Wir können nicht vorhersehen, wie dieses Konzept ausgeht. Tatsache ist aber, dass im Vorjahr das erste Mal man von der herkömmlichen Messe abgegangen ist und man auch aus den Erfahrungen des Vorjahres für heuer gelernt hat. Es sind mehr Betriebe dabei, es sind die Angebote interessanter geworden. Es ist hoffentlich auch das Wetter bedeutend besser als im Vorjahr. Es spricht also nichts dagegen, dass nicht mehr Menschen die Stadt Bruck besuchen und vor allem auch die Geschäfte besuchen. Durch die Besuche werden Sie feststellen, dass es sehr viele gute Angebote gibt und man in Bruck eigentlich alles bekommt. Interessant ist vor allem das Feedback jener Brucker Teilnehmer, die den Schritt über den roten Teppich mitgegangen sind. Ja, wir wollten einfach einmal einen neuen Schwung machen. Es heißt Red Carpet, die Idee ist gut, glaube ich. Ganz Bruck in Rot mit einem roten Teppich ausgelegt. Wir sind gerade jetzt durchgegangen, es schaut richtig hübsch aus und erwarten uns ein neues Ziel. Ich muss ehrlich dazu sagen, die Idee ist eine gemeinsame Idee. Viele Brucker Geschäftsleute haben sich zusammengesetzt, um eine neue Idee zu entwickeln. Und wir hoffen natürlich, dass sie von unseren Kunden angenommen wird und dass wir alle davon profitieren können und die Kunden etwas davon haben und auch wir von den Geschäften. Was speziell bieten Sie an? Wir haben uns vorbereitet und wollen wieder verschiedene neue Dinge zeigen. Wir haben ein Schaubacken. Es gibt Backmischungen, die zu erstehen sind, die man bei uns verkosten kann. Es gibt einen neuen Saugroboter. Wir haben eine Ausstellung für Heizgeräte. Infrarotheizen ist zurzeit in jeder Munde. Es gibt hier Aktionen. Wir haben zusätzlich natürlich am Unterhaltungselektroniksektor viele interessante Angebote. Die Tür ist offen, treten Sie über die Schwelle und schauen Sie, was es gibt. Wir haben das erste Mal ein Glücksrad in Verwendung und mit dem können wir wirklich ganz schöne Gewinne erzielen.
und der Kunde kann also dadurch zum Beispiel ein Glas, Brillenglas kostenlos gewinnen, Präsente und so weiter. Und das kommt eigentlich jetzt schon recht gut an, wie man so sieht. Was halten Sie von dieser Idee der neuen Messe? Ich bin eigentlich sehr offen diesbezüglich, weil sich, glaube ich, das alte System nicht mehr so bewährt hat. Und ja, bin zuversichtlich. Ich glaube schon, dass das gut ankommen wird. Werden Sie oft gefragt, was soll dieser rote Teppich? Natürlich, weil das ist ja nicht so alltagstäglich, dass eben ein großer roter Teppich eben vor der Tür liegt. Aber das ist ja das Besondere, da nach außen auch zu zeigen, wir sind für unsere Kunden da, wir rollen den roten Teppich aus. Und natürlich, so wie wir, haben auch viele andere Firmen tolle Aktionen und wir freuen uns natürlich auf großen Zulauf. Was haben Sie Besonderes heuer anzubieten? Also jetzt hat es einen Red Carpet Day, haben wir, jeder Kunde bekommt bei uns jetzt, wie Sie schon gesagt haben, einen Champagner und Leckereien haben wir. Das ist zusätzlich eben Willkommensgruß und dann haben wir natürlich noch Aktionen mit verschiedenen Uhrmarken, wo die Leute natürlich begeistert sind und natürlich tolle Schnäppchen haben können. Bruck, 3 Tage mit dem Flair der Auslegung des Red Carpet.